Hallo, herzlich willkommen zurück bei Of Carrots and Blood. Ich habe jetzt endlich 9500 Gehirne erreicht und kaufe mir jetzt dafür ein Special Item, von dem ich mir erhoffe, dass ich damit eine neue Welt betreten kann. So, wir haben hier ein tolles Fahrrad und das kostet 1 Million. Ich habe keine Ahnung, was uns das bringen soll. Equipment. Reflects projectiles from bushes. Das ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist, ne? Aber wir wollen jetzt das hier kaufen. That's a good choice. Ja klar, das möchte ich kaufen. So, jetzt habe ich auch nichts mehr. Nur noch 800. Und wir wollten mal hier die Musik austauschen. Unforgiving Darkness. Das hört sich so ein bisschen nach Dungeon an. Invading the Rabbit Hole. Das ist lustig. Hall of Fame. Ein Walzer. Aber wir nehmen das hier. Hop, Bunny, Hop. So, aber jetzt bin ich gar gespannt. Und ja! Er macht es. Geil! Bitte was? Und nun? Kann ich jetzt nicht dahin? The melody will reveal even the darkest shadows in the light. Hä? Ich hab da jetzt oben irgendwas befreit. Ach, guck mal, Freunde, ich muss hier mich irgendwie so durch die Dunkelheit quetschen. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, so wie ich mir das vorstelle. Yeah, baby, yeah. Da gehe ich schon dahin. Muss hier irgendwie einen Pfad durch die Dunkelheit finden. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ach du Schande, Leute. Und dann geh aber auch mal. Okay, das bringt mir gar nichts. Jetzt geh schon, nimm's dir doch. Ich kann ja immerhin dahin schießen. Oder ist das ein Bug? No, it's a feature. Hä? Jetzt, eben konnte ich doch noch hier runtergehen. Warum ist das jetzt ein bisschen strange? Ich will das haben. Ich will den coolen Mantel haben. Ich glaube, jetzt komme ich auch gar nicht mehr zurück. Ach ne, hier konnte ich runter. Hä? Nein, nein, ich will jetzt hier nicht wieder kämpfen. Highscore, 0. Kaios, 205. Oh, der andere Highscore von Daddy ist 1476. Ich bin auf Platz 1251. Ja gut. Main Menu. Komisch. Muss doch hier irgendwie weitergehen, oder? Ich will diesen blöden Mantel haben. Komm schon. So, hier konnten wir lang. Hier ging es hoch. Jetzt geht es hier hoch. Hier geht es nirgendwo hin. Hier geht es nach rechts. Und hier bin ich ja quasi da dran, aber ich kann trotzdem nicht dahin. Klick, 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 tapper, tapper. Hier geht's auch nicht weiter. Wieso kann ich da nicht durch, verflucht? Das ist aber scheiße irgendwie, oder?
Ach Häschen. Jetzt haben wir dieses tolle, teure Horn da gekauft. Für 9500 Dinger. Und ich kann da gar nicht hin. Also da tut sich nichts hier. Ich kann hier noch weiter nach oben. Hier ist eine Ecke. Da kann ich nicht weiter. Hier kann ich auch nicht weiter. Hier geht es auch nicht irgendwie noch rum. Vielleicht ist das einfach nur eine fucking Sackgasse. Und von der anderen Seite ging es da auch nicht lang. Wieso kann ich denn da jetzt nicht wieder rein? Hier unten. Hallo? So. Ja, 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 ich hab's verstanden. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Richtung. Hier ging es aber auch nicht weiter. Da oben ist, da komme ich nicht weiter. Och Mann, jetzt bin ich aber wirklich enttäuscht, Leute. Dann nicht. Dann halt nicht. Da habe ich jetzt aber auch keine Lust mehr. Mann, oh. Und hier kann ich auch nichts machen. Wir sind ja hier nur zu alleine. Aber ich habe gesehen, im Menü gab es einen Multiplayer-Gedöns. Das gucke ich mir mal an. Play online. Join Game. IP. Ach, ich brauche dafür eine extra Adresse. Werden jetzt bestimmt auch total viele Leute... Oh nein, da wird mein Baby schon wach oder was? Jetzt schon? Bitte nicht. Da kaum gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ach, ich kann mal einfach ein Spiel hosten. Port 1, ne. Koop. Portnern. Keine Ahnung. Wir können ja mal gucken, ob irgendwer kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Gar nicht, was es mit dem Port jetzt auf sich hat. Ihr merkt schon, in manchen Beziehungen bin ich ein bisschen noobig. Ja, gut. Hallo? Hallo? Tut sich nix oder was? Ja, dann machen wir mal einen kurzen Break. Weil ich glaube, dass ich hier null kein Port angegeben habe, führte dazu, dass hier gerade nichts mehr passiert. Ist natürlich jetzt auch sehr schlau gewesen von mir. Wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich wieder. Tja, Play Online geht nicht. Cheatcode gibt's auch noch. Ich kann hier irgendwelche Cheats eingeben. Habe ich natürlich nicht. So wie in den guten alten Zeiten, wisst ihr noch. Nothing happened. Tja, ich kann natürlich jetzt mal gerade auf Carrots and Blood Cheats, ich kann mir einfach danach gucken. Wisst ihr was, das mache ich auch. Und da bin ich schon wieder. Tja, gibt noch keine Cheats dafür, habe keine gefunden. Ich könnte natürlich die Entwickler mal fragen, aber gut, das würde es mir vielleicht beim Kämpfen irgendwie ein bisschen erleichtern. Nur die Frage ist, was bringt es uns? Ich komme hier unten leider nicht an dieses tolle Teil. Hier ist ein Schiff, ich habe null Ahnung, was es bedeutet. Ich werde mich bestimmt irgendwann nochmal auf Carrots and Blood widmen. Aber im Moment kann ich leider nicht viel mehr damit anfangen. Außer hier unendlich zu kämpfen im Forest, um irgendwelche Sachen freizuschalten. Wir gehen mal zum Profi. Ja, aber ich habe jetzt auch nicht mehr genug Gehirne, um eine neue DNA-Transformation zu bezahlen. Hey, ja, ja, sicher habe ich das. Ich habe nicht genug nicht genug Brain. Hab nicht genug Gehirn. Tja. Ja, das ist die Frage. Was mache ich denn jetzt hier noch? Kann ich nichts mehr machen. Tja. Na gut, dann warten wir mal ab. Vielleicht habt ihr eine Idee, was ich hier unten machen kann. Schade. Oder gibt es hier noch irgendein Item, was ich hätte benutzen können? Ja, ja, komm.
super schnelle Schuhe. Magic Powder, that tickles the carrot's nose. Damit niest die Dingens. Ich habe keine Ahnung, was es bringt. Das könnte man dann sehen. Supermagnet. Durch Mutantenkörper. 5 auf einmal. Aha, ein Hologramm, um die Feinde abzulenken. Und ein paar Dinger. Bisschen Musik. Na gut. Trophäen. Kann ich mit den Trophäen irgendwas anstellen? Oh. Mutant. 1,5k. So viel habe ich davon. This shows how many monsters of each type you have killed during your entire playtime. Ich habe schon 1500 Mutanten gekillt. Was? Krass, 14 Oger, 13 Kritter und 0 Sucker. Die Sucker kenne ich gar nicht. Und Shadows 2. Interessant. This shows various stats. The carrot data collection system has collected over your entire playtime. 14 Kilometer gelatscht. Okay. Und was haben wir? He loves his bandana and eats carrots all day. Bandana. Okay, und die anderen, die muss man halt noch freischalten, ne? Und lauter Abzeichen. Oh, von 72 sogar. Na, Leute, das war Of Carrots and Blood. Vielen Dank, dass ihr euch das hier angeguckt habt. Vielleicht geht es hier irgendwann mal weiter. Vielleicht kauft sich dieses Spiel ja noch jemand. Huah, sorry. Vielleicht kann man mal irgendwann zusammen spielen. Ich weiß nicht, ob das jemals klappen wird. Im Moment sieht es bei mir eher schlecht aus, mit abends zusammenspielen. Naja, aber wer weiß, was noch geschehen wird. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr euch das Spiel selber mal holt, dann sagt mir doch mal hier, wie es hier weitergeht. Was da in der Cave noch zu entdecken gibt. Wie man da reinkommt, was es hier mit dem Schiff auf sich hat, etc. Macht's gut, Freunde. Ich zeige euch bestimmt irgendwann nochmal was davon. Vielleicht kriege ich ja noch einen Code für das Spiel. Kann ich mit irgendwem zusammen spielen. Mal sehen. Alles klar, Leute. Jetzt aber wirklich. Auf Wiedersehen. Tschüss.